Erzähl mir etwas von dir. Vielleicht deine Geschichte. Die ist traurig. Kennst du den Tempel der Melitele in Elanda? Ob ich den kenne? Ich weiß nicht, wie oft ich dort war, um mich von Mutter Nenneke zusammenflicken zu lassen. Dann haben wir uns wohl verpasst. Ich habe bei Mutter Nenneke die Heilkunst studiert. Ich war erst 18, als sie mich aufnahmen. In diesem Alter ist die Liebe viel interessanter als irgendwelche Lehren. Da war ein Junge, Goslav. Er arbeitete mit nacktem Oberkörper. Die Novizinnen konnten die Augen nicht von ihm lassen. Sie stolperten über ihre Füße und ließen alles fallen. Ich verließ den Tempel für ihn. Wir verbrachten einen herrlichen Sommer zusammen. Und dann ging er fort. Nenneke weigerte sich, mich wieder aufzunehmen. Meine Eltern sagten kein Wort. Sie gaben mir nur einen Reiseumhang und eine kleine Geldbörse. Ich kämpfte lange, um einen Ort zu finden, an dem ich mich sicher und nützlich fühlte. Bis ich hier ankam. Ende der Geschichte. Leb wohl. Vielleicht solltest du den Schwarzen davon erzählen. Möge also, die Sonne auf dich schauen. Ich weiß nicht. Komm schon! So ist's gut. Thank you.
Hey! Alles wird gut. Die wilde Jagd ist stets ein Vorbote des Krieges. Jemand zu Hause? Muss wohl auf der Jagd sein. Bist du Miss Love? Psst! Hörst du das? Wölfe? Nein. Wilde Hunde. Ja, gefährlicher als Wölfe. Hunde gefährlicher als Wölfe? Wohl kaum. Es stimmt. Weißt du warum? Nein, aber du wirst es mir wohl sagen. Wölfe jagen, um zu fressen. Wilde Hunde töten zum Vergnügen. Genau wie Menschen. Ja, sie haben viel von uns gelernt. Warum nicht auch Grausamkeit? Ich bin eher Großwildjäger. Die Nilfgaarda, die der Greif getötet hat. Wo hast du sie gefunden? Ah, verstehe. Du bist ein Hexer. Der Monsterschlechter, von dem sie im Dorf reden? Mhm. Ich zeig's dir, sicher. Aber ich muss diese Köter töten, bevor sie jemanden verletzen. Hilfst du mir? Falls es dir nichts ausmacht, dir an ihnen die Silberklinge stumpf zu machen. Sicher. Der Greif läuft ja nicht weg. Nein, aber die Hunde vielleicht. Seien wir leise. Komm. Sind diese Hunde schon länger ein Problem? Seit Anfang des Krieges. Soldaten unterwegs. Vergewaltigen Frauen, erwürgen sie, töten ihre Männer zum Spaß. Sogar Kühe schlachten sie. Aber Hunde? Vielleicht ein Tritt im Vorbeigehen, nicht mehr. Und die Streuner bilden dann Rudel. Sie sind ausgehungert, nur Fell und Knochen. Dazu Rott zu spät. Noch ein Angriff. Du kennst ihn?
Wir haben zusammen im Herrenhaus gedient, wo jetzt die Armee der Schwarzen lagert. Er war Stallbursche, ich Jäger. Aber das war bevor... Jedenfalls ist es lange her. Es war wovor? Bevor sie mich aus dem Dorf vertrieben haben. Was hast du gemacht? Nichts. Ich bin ein Sonderling. Tut mir leid, ich möchte nicht drüber reden. Ich bin auch ein Sonderling. Ja, aber von anderer Art. Wenn es Lykanthropie ist, kann ich helfen. Was? Lykanthropie, Werwölfe. Ich hatte schon einige Fälle. Meistens ist es ein schlichter Fluch, der... Florian, der Sohn des Herrn, und ich liebten uns. Dieter hat uns im Stall überrascht. Mich haben sie verjagt. Florian hat sich aufgehängt. Der Herr begann das Saufen und das Gut verfiel. Jetzt weißt du es. Es tut mir leid. Ach, ist schon lange her. Ich wollte dir zeigen, wo ich die Nilfgaarder gefunden habe. Komm. Der Greif. Weißt du etwas über ihn? Oh, nicht viel. Gehört nicht zu meiner üblichen Beute. Du aber zu seiner. Schon deine Überlebensinstinkte sollten dich aufpassen lassen. Ich gehe leise durch die Wälder. Mich hört und sieht kein Greif. Hier war's. Einer lag dort, beim Stumpf, ohne Kopf. Ein anderer hing vom Ast, ausgeweidet. Gedärme reichten bis... Pass gut auf dich auf. Ich komme schon zurecht. Das ist nicht der erste Greif, mit dem ich zu tun habe. Wird wohl auch nicht der letzte sein. Hoffentlich hast du recht. Jetzt Weidmanns Heil. Die Nilfgaarder haben gefeiert. Der Greif hat sie gestört. Der Boden ist schwarz, gesättigt mit Blut. Sind älter und tiefer, schwer gepanzert, wohl Nilfgaarder. Thank you.
Das Greifennest. Oder was davon übrig ist. Die Leiche ist ein paar Wochen alt. Der Mann hat noch gelebt, als der Greif ihn hergebracht hat. Ein langsames Sterben. Das Weibchen. Die Maden in ihren Wunden sind schon geschlüpft. Ist mindestens seit einer Woche tot. Der andere Greif muss ein Männchen sein. Tiefe Schnitte am ganzen Körper. Kein Tropfen Blut am Schnabel und an den Klauen. Hat sich nicht verteidigt. Müssen sich angeschlichen haben, als es schlief. Abgenutzte Schnabelspitze, graues Haar im Fell. 10, 12 Jahre alt. Greifen finden sich zu Paaren zusammen, wenn sie jung sind. Das Männchen muss etwa das gleiche Alter haben. Dicker Schaft, dichte Fahne, ein Königsgreif. Das erklärt, warum das Männchen, dem ich begegnet bin, so aggressiv war. Er hat erst die Nilfgaarder hier im Wald gejagt und dann angefangen, durch die Gegend zu stromern. Ich habe getan, was ich konnte. Ich sollte mit Wesemir reden.
Wieso haben die Leute einen Hexer? Am Wald? Bojan Klimek. Guter Mann, Meister Hexer. Obwohl er... Schon gut. Dieser Bojan. Ja? Was ist denn, Wolf? Es gibt gute und schlechte Neuigkeiten. Die gute zuerst. Der Hauptmann der Nilfgaardischen Garnison weiß, wo Yennefer hin ist. Die schlechte. Wir müssen den Greif für ihn töten. Was sollte er sonst von zwei Hexern verlangen? Weiter. Sag mir, was du weißt. Der Greif hat sein Lager verlassen. Wir müssen einen Köder auslegen und eine Falle stellen. Und? Wie geht's voran damit? Ich habe ein paar Dinge erfahren. Er ist ein Männchen und hatte ein Nest im Fuchswald. Die Nilfgaarder haben das Nest niedergebrannt, sein Weibchen getötet und die Eier zerstört. Und geglaubt, das Problem wäre gelöst. Immer das Gleiche. Statt einen Experten zu holen, versuchen die Leute es selbst und machen alles noch schlimmer. Ich hab den Kreuzdorn. Das sollte klappen wie am Schnürchen. Intensives Aroma. Gestank wohl eher. Du Stadtjunge. Verwesung, Dung, Pisse. Das sind übliche Gerüche auf dem Land. Weißt du noch? Die Jagd auf den Zeugel in dieser Müllhalde in Dreiberg. Du hast den halben nächsten Tag gebadet und dich geschrubbt. Wie könnte ich das vergessen? Wirst du je aufhören, es zu erwähnen? Schön. Wenn alles soweit ist, sag Bescheid. Dann legen wir los. Ich bin bereit. Warten bringt nichts. Suchen wir einen guten Ort für einen Hinterhalt. Ich weiß schon einen. Die andere Flussseite. Da sind Felder und ein Wäldchen. Viel Platz und weit genug weg, dass uns niemand in die Quere kommt. Gut, wir treffen uns dort. Je mit ihm erwische, wirst du es bereuen. Meine Großmutter hat mir von Schmiedejungen erzählt. Er war eines Tages verschwunden. Also haben die Leute einen Hexer geschnappt. Beweg dich! Ein Fluss, goldene Getreidegarten, charmanter Ort. Ideal für einen Hinterhalt. Ich weiß, worauf ich achten muss. Und? Bereit?
Fangen wir an. Der Wind steht gut, der Ködergeruch wird sich rasch verteilen. Jetzt müssen wir nur noch warten. Komm, wir verstecken uns im Schatten dieser Birken. Sag mal, wenn wir Yennefer finden, was machst du dann? Hast du einen Auftrag im Sinn? Nein. Ich gehe nach Kaer Morhen. Bisschen früh für die Winterpause. Der Schnee ist noch weit weg, ja. Das ist ja das Problem. Nilfgaard hat den Ponta im Osten überquert. Sie sind also etwa 7 Tagesmärsche von Kaer Morhen entfernt. Erreichen Sie das Tal, bevor die Pässe eingeschneit sind. Nun, wir müssen unsere Spuren verwischen, unsere Wege vertuschen. Wo wir vom Wintereinbruch reden, meinst du, du kommst dieses Jahr? Vielleicht. Vielleicht mit einem Gast. Er ist ganz nah. Heißen wir ihn herzlich willkommen. Warte, nimm dies. Eine Armbrust? Im Kartenspiel gewonnen, während du durch die Gegend geturnt bist. Könnte noch nützlich werden. Sieh einer an. Uns Lektionen über Laster halten, aber selber ein Spieler sein. Hör auf zu reden. Wir müssen einen Greif töten. Vorsicht! Sturzflug! Lass ihn nicht entwischen! Zu bieten hast. Mist. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Auch wenn du noch dies und das verfeinern könntest. Zum Beispiel? Der vertikale Aufwärtsstreich. Zu offensichtlich. Später mehr dazu. Bring den Schwarzen den Greifenkopf. Ich mach die Pferde bereit.
Treffen wir uns in der Herberge. Magie, ein Ort der Macht. To step. Los, lauf! Nicht so schnell, Plötze.
Los, los! Nicht so schnell, Plätze. Schneller. Der Kreislauf wird uns führen. Geradewegs nach Novigrad. Was zum Teufel ist das? Roggen. Hältst du mich für blind oder blöd? Dieses Getreide ist verdorben. Das wusste ich nicht. Für blöd also. Verdammt, ihr lernt es nie. Militärkodex Artikel 2 Abschnitt 3. Auf die Lieferung schadhafter Güter stehen 15 Knutenhiebe. So soll es sein. Nein, bei den Göttern, nein! Was? Ich habe meinen Teil der Abmachung erfüllt. Wo ist Yennefer hin? Nach Vysima. Dann war sie die ganze Zeit nur eine Tagesreise entfernt. Vor meiner Nase. Das hättest du gleich sagen können. Ja, hätte ich. Aber dann hättest du den Greifen nicht getötet. Wie du mir. Halt! Wir sind noch nicht fertig. Dieses Gold gehört dir, damit du nicht sagst, du wärst unzureichend entlohnt worden.